Okay, danke. Guten Morgen, Bernd. Morgen. Tim Steinke, 25. Zeichner und Illustrator, erschossen in seinem Rollstuhl. In seinem Rollstuhl? Ja. Zeugen? Du, wir sind selber erst seit einer Viertelstunde hier. Wer hat ihn gefunden? Seine Stiefmutter, Laila Steinke. Laila Steinke? Kennst du sie? Ja, eine Galeristin. Hier? Ja. Morgen, Frau Dr. Engel. Morgen, Ritter. Sie gibt gleich um. Können Sie sie wegbringen? Okay. Frau Steinke, guten Morgen. Darf ich Sie kurz sprechen? Ich möchte bitte bei ihm bleiben. Bitte kommen Sie, Frau Steinke. Bitte. Leichenstarre in allen Gelenken, vollständig ausgeprägte Leichenflecken, noch unvollständig wegdrückbar. Todeszeitpunkt vor etwa 12 bis 18 Stunden. Was denken Sie? Mitten auf die Stirn. Der Schuss muss also aus nächster Nähe abgegeben worden sein. Es sieht aber nicht so aus, als ob hier ein Kampf stattgefunden hat. Als wäre er damit einverstanden gewesen zu sterben. Wie jemand, der sein Todesurteil akzeptiert hat. Wovon redet er? Von einer Hinrichtung. Ich wusste es. Ich wusste, dass was nicht stimmt. Ich habe versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Auch mit unterdrückter Nummer, damit er endlich rangeht. Gibt es einen Grund, warum er nicht mit Ihnen sprechen wollte? Nach seinem Unfall habe ich mich um ihn gekümmert. Habe ihm die Wohnung organisiert. Ich wollte, dass er weiß, dass er nicht allein ist. Können Sie sich vorstellen, wer Interesse haben könnte an seinem Tod? Ich meine, der Feinde? Tim, der nie unter die Leute ging. Feinde? Das hier macht überhaupt keinen Sinn. Eigentlich nur einer organisierten Kriminalität. Gibt es Hinweise darauf, dass Steinke damit zu tun hatte? In dem Hinterhof wohnen noch andere Leute. Hat wirklich niemand den Schuss gehört? Peter hat einen Schalldämpfer benutzt, sagt die KTU. KTU sagt auch, es gibt keine verwertbaren Fingerabdrücke oder DNA-Spuren. Wie ist der Täter in die Wohnung gekommen? Vielleicht unter irgendeinem Vorwand. Oder Tim Steinke wurde überrumpelt. Ich meine, das wäre ja leicht gewesen. Oder Steinke hat seinen Mörder gekannt. Mann. Müllsäcke, leere Flaschen, Pizzakartons, was für ein Leben. Überprüft mal seine Bewegungen in den letzten 4 Wochen. Wen hat er angerufen, wer hat ihn angerufen, öffentlicher Nahverkehr, Kontobewegung, Einkäufe. Ich kläre das mit meinem Ermittlungsrichter, ja? Ja. Familie, gibt's da irgendwas? Ja, es gibt noch einen Bruder, Konrad Steinke. Der ist Geschäftsführer bei Steinke, dem Autozulieferer. Und Tim Steinke ist Teilhaber der Firma. Sie gehört zur Hälfte ihm. Ach, ein Zeichner als mittelständischer Unternehmer? Wie passt das denn zusammen? Das war die Idee meines Vaters. Er dachte, wenn er Tim einen Teil der Verantwortung überträgt, wird der Junge schon vernünftig. Also hat er in seinem Testament verfügt, Tim die Hälfte der Firma zu übertragen. Und wurde Tim vernünftig? Mein Vater war ein weitblickender Geschäftsmann. Aber seine Menschenkenntnis, nun ja. Zum Glück bin ich alleiniger Geschäftsführer. Wie war das für Sie, dass Ihr Bruder sich nicht für die Firma interessiert hat? Mein Bruder hat mir carte blanche gegeben. Das heißt, Sie hatten freie Bahn oder was? Ja. Warum hat er denn seine Anteile nicht einfach an Sie verkauft? Weil er an die Zukunft der Firma geglaubt hat und darin eine gute Investition sah. Und er hat mir vertraut. Wann haben Sie denn Tim das letzte Mal gesehen? Das war vor einem Jahr. Im Krankenhaus. Nach seinem Autounfall. Ja, er war nicht gerade begeistert, uns zu sehen. Es hat ihn alles sehr mitgenommen. Also war es ein Autounfall, der Tim in den Rollstuhl gebracht hat? Ja. Und seitdem hatten Sie keinen Kontakt mehr zu ihm?
Mein Bruder und ich standen uns nie sonderlich nah. Nach seinem Unfall wurde das nicht besser. Tim hat schon als kleiner Junge immer alles vollgekritzelt, was ihm unter die Finger kam. Aus ihm hätte was werden können. Ich meine was Richtiges. Was Richtiges? Zeichner und Illustrator zu sein, ist nichts Richtiges. Sie haben doch gesehen, wie er lebt, oder? Sie können mir nicht erzählen, dass mein Bruder glücklich war. Ja, hatte er keinen Erfolg, oder was? Geld verdienen. Das hat Tim nie interessiert. Er hat halt vor sich hingekritzelt und von seinem Erbe gelebt. Haben Sie irgendeinen Hinweis? Können Sie sich das alles irgendwie erklären? Also dafür, dass Konrad seinen Bruder angeblich ein Jahr lang nicht gesehen haben soll, finde ich, weiß er über seine Lebensverhältnisse ziemlich gut Bescheid. Und, wie ist die Firma aufgestellt? Gute Zahlen, schlechte Zahlen? Hier drin stehen die Antworten. Schubert, ich bin beeindruckt. Aber wir rechnen Kurzfassung. Im letzten Jahr ist Steinkes wichtigster Auftraggeber abgesprungen. Seitdem hat das Unternehmen Probleme, seine Bankkredite zu bedienen. Oha, so schlimm? Wäre ich Tim, hätte ich meine Anteile verkauft. Dann wäre ich Konrad, hätte ich aber Angst vor den Konsequenzen dieses Verkaufs. Ja, er müsste damit rechnen, die Kontrolle über die Firma zu verlieren. Aber würde er wirklich bis zum Äußersten gehen und seinen Bruder umbringen? Oder umbringen lassen? Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, mein Name ist Reuter, ich würde gern Frau Steinke sprechen. Sind Sie von der Polizei? Nein, ich bin Staatsanwalt. Das ist Herr Reuter für Sie. Danke. Als ich meinen Mann kennenlernte, habe ich mich sofort mit Tim angefreundet. Natürlich, da war auch Konrad, aber zwischen Tim und mir, da war gleich etwas Spezielles. Wie meinen Sie das? Tim ist in dieser Welt nie so richtig heimisch geworden. Ich komme aus dem Iran, lebe schon sehr lange hier. Aber Wiesbaden ist für mich immer noch wie ein anderer Planet. Ein schöner Planet, aber anders. Und Tim? Auf welchem Planeten hat Tim gelebt? Schauen Sie mal. Das hat er mit 16 gemacht. Ah. Ein sehr guter Zeichner, ich meine, mit 16. Das sind Mangas. Das sind diese japanischen Comics, richtig? Das hier ist der erste Teil der Kiara-Trilogie. Tims Hauptwerk, 400 Seiten. Andersrum. Ach so. Man liest die von hinten nach vorne. Interessant. Er war fleißig. Und er hat niemandem was getan. Irgendetwas muss er gegessen haben, also muss er irgendwo eingekauft haben. Und da hat ihn niemand gesehen? Hat sich seine Lebensmittel vom Supermarkt liefern lassen. Also ich frage mich, ob er jemals seine Wohnung verlassen hat. Er hat ja noch nicht mal den Müll rausgebracht, also. Also bevor er erschossen wurde, war seine Wohnung schon so etwas wie ein Sarg. Ah, voll. Mit wem hat er telefoniert? Mit niemandem. Und außer seiner Stiefmutter hat auch niemand versucht, ihn zu erreichen. Das ist absurd. Das ist absurd. Sein Computer? Passwort gesichert, aber wir sind da dran. Steinke hat Mangas gezeichnet und... Stimmt, ich habe da welche am Tatort gesehen. Na, sein Hauptwerk heißt wohl Chiara-Trilogie. Kennen Sie das? Die ist von Tim Steinke? Ja. Steht auf meiner Leseliste. So, so. Kollege Schubert ist Comic-Fan. Nee. Manga-Fan. Die sind viel cooler. Das sind total abgefahrene Stories, voll der Drive, lesen sich irre schnell runter. Das ist. Also, wenn ich lesen will, dann lese ich. Also, was ich eigentlich sagen will, er müsste ja Kontakt zu seinem Verlag gehabt haben. Mhm. So, die Manga-Trilogie ist im Stahlverlag erschienen. Mhm. Kennen Sie den? Schrief. Ja, gut. Ja. Okay. Hugo Stahl, der hat auch einen Comic-Shop in der oberen Webergasse. Bis dann. Da fahre ich gleich mal vorbei. Also, die Spurensicherung hat einen Brief gefunden, in dem Konrad seinem Bruder ein Angebot macht für seine Firmenanteile. Ganz schön förmlich. Wie hat er reagiert? Gar nicht. Haben Sie nachgehakt oder sich mit ihm getroffen? Nein.
Warum nicht? Zeitverschwendung. Ich kenne meinen Bruder. Also wenn Sie Ihren Bruder so gut kannten, warum haben Sie dann gedacht, dass er überhaupt auf Ihr Angebot eingehen würde? Hören Sie, es gibt Momente, da denke ich nicht alles zu Ende. Na und? Und? Mein Gott, ich wollte für klare Verhältnisse sorgen. Sie hatten doch carte blanche, wie Sie es ausdrücken. Oder waren die Verhältnisse doch nicht so klar, wie Sie sich das vorgestellt hatten? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Und ganz ehrlich, ich will es auch gar nicht wissen. Und wenn Sie jetzt keine weiteren Fragen haben, bitte. Kann ich Ihnen helfen? Tag, Herr Stahl. Ja, ist schon klar. Sie sind wegen Tim hier. Mhm. Wann... Ist es nicht völlig abgefahren? Ich meine, erschossen im Rollstuhl. Wer macht sowas? Wann haben Sie denn das letzte Mal mit ihm gesprochen? Oh, gefühltes halbes Jahr. Fühlen Sie das oder wissen Sie es? Ja, 6-7 Monate ist das her, da haben wir telefoniert. Und danach nicht mehr? Der sollte demnächst mal eine neue Story liefern. Oh, hey, ich habe ihn in Ruhe gelassen. Danke. Was denn für eine neue Story? Die Chiara-Saga, die ist noch nicht vorbei. Naja, jetzt doch. Hm? Würden Sie sagen, er war ein Einzelgänger? Früher war er umgänglicher. Was meinen Sie damit? Ja, früher vor seinem Unfall, da hing er immer mit seinen Kumpels ab, Mark und Ben. Da drüben im Café haben die den ganzen Tag gesessen, sich eine Latte nach der anderen reingeschüttet und sich für die größten Zeichner des Universums gehalten. Also zumindest Mark und Ben. Tim dagegen, Tim war wirklich was Besonderes. Tim war richtig gut. Mark und Ben, wissen Sie die Nachnamen? Es kann schon sein, dass die drei hier waren, aber das war vor meiner Zeit. Kaffee? Hab doch einen Espresso da? Also so einen schönen starken? In diesem Laden werden Sie keinen besseren finden. Na dann? Ganz schön viel los da drüben, oder? Ich meine, so ein kleiner Comicladen, so viele Leute? Seit dem Tod von dem Typen verkaufen sich seine Mangas wie geschnitten Brot. Schon irgendwie krank, oder? Hm. Oh. Gut. Stahl verhandelt jetzt schon mit großen Verlagen, die alle Lizenzen für die Chiara-Trilogie haben wollen. Wie haben Sie das rausgekriegt? Er hat's getwittert. Da kann ja jemand mit seiner Freude so gar nicht hinterm Berg halten. Tja, jeder trauert anders. Was meint ihr? Na, der wird durch Tims Tod ordentlich Kohle machen. Aber hört er die ganzen goldene Eier legt schlachten? Naja. Was ist mit seinem Kollegen, diesem Mark? Winterberg. Hm? Vorbestraft, unerlaubter Waffenbesitz, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Großer Fisch? Ein kleiner, gewöhnlicher Heroindealer. Und? Er hat versucht, sturzbetrunken, die Wohnungstür von Hugo Stahl einzutreten. Wann war das? Vor genau 5 Tagen. Ah. Sagte dir, alles steht drauf. Ja, ist immer dasselbe. Die Weiber kommen wieder, Alter. Ja? Warum müssen wir. Nein, ich mach mich nicht morgen auf! Winterberg, es reicht jetzt. Oh. Ja, was bist du denn, Süß? Polizei, echt? Jetzt ja? Mal schön den Ball flach, Bursche, ja? Die Rede, Alter. Ja, Herr Winterberg, wann haben Sie Tim Stranke das letzte Mal gesehen? Das habe ich Ihren Kollegen bereits gesagt. Vor einem Jahr oder so. Das war ungefähr die Zeit, in der Tim seinen Unfall hatte, richtig? Lang ist her. Ich kann Ihnen also leider nicht weiterhelfen, so gerne ich es auch tun würde. Wie war Ihr Verhältnis zu Tim Stranke? Keine Ahnung. Kollegen, er war ein Arschloch auf jeden Fall. Das heißt? Ich habe mir mit Tim und Ben ein Atelier geteilt. Jeder hatte seinen Schreibtisch, jeder hat vor sich hingezeichnet und eines schönen Tages hatten wir eine Idee. Gemeinsam, verstehen Sie? Mhm.
was ist so dabei rausgekommen? Die Chiara-Trilogie. Ah. Also auf dem Titel der Chiara-Trilogie steht aber nur der Name Tim Steinke. Sie behaupten also, Tim Steinke habe Ihnen und Ben Frese Ideen geklaut. Sie sind ja ein richtig schnelles Köpfchen. Na, das hoffe ich da. Wie denkt Ben Frese denn über die Geschichte? Ben. Herr Frese, das hat Ihnen also überhaupt nichts ausgemacht, dass Tim Ihre Ideen verwendet hat. Ideen hat man schnell mal. Tim hat was draus gemacht. Kennen Sie seine Geschichten? Präzisen Blick auf Situationen, Strichführung. Tja, wissen Sie, ich habe einfach nicht so einen Zugang zu Comics. Sorry, Mangas. Tim, der hat in seiner eigenen Liga gespielt. Das ist das, was Mark juckt. Dass er nie so gut sein wird wie Tim. Als Verleger verdient Hugo Stahl ja nun auch in der Chiara-Trilogie. Ist das der Grund, warum Sie die Tür eingetreten haben? Boah! Ich wollte Hugo klar machen, dass er sich nicht einfach eine goldene Nase verdienen kann und dass ich was von der Kohle sehe. Also bin ich hin und wollte mit ihm reden. Das ist alles. Was wollten Sie von ihm? Mit ihm reden, Mann, Alter! Bist du taub? Nee, ich verstehe Sie wirklich gut. Danke. Sie wollten also mit ihm reden, indem Sie seine Tür eintreten. Manchmal muss man deutlich werden. Ja, klar, klar. Wie deutlich sind Sie denn mit Tim Steinke geworden? Tim, wollten nicht hören, also habe ich es gelassen. Ach ja? Ja, er tat mir leid nach seinem Unfall. Obwohl, es stimmt nicht. Eigentlich tat er mir schon vorher leid. Warum tat er ihm leid? Du bist ein Opfer. Der geborene Verlierer. Vielleicht ist er ja deshalb tot. Was meinen Sie denn damit? Keine Ahnung, Mann. Aus mir spricht der Restalkohol. War's das jetzt? Ich würde mir gern wieder einen ansaufen, damit ich diese Scheiße hier vergessen kann, ne? Oh, das brauchen wir doch. Tun Sie es wieder rein? Herr Winterberg darf gehen. Danke. Er war der Meinung, dass Steinke ihm damals seine Idee geklaut hat. Und dann hat er sich gerecht. Nach einem Jahr. Rache genießt man am besten kalt, oder wie heißt der Spruch nochmal? Winterberg ist nicht der Typ kühler Planer. Das ist ein Hitzkopf. Der ist spontan, der wartet nicht ein Jahr. Stimmt, aber die Mitleidsnummer, die nehme ich ihm auch nicht ab. Sie glauben doch nicht wirklich, dass er ihn einfach so in Ruhe gelassen hat. Also dieser Ben Frese ist ein ziemlich verschlossener Typ. Und, weiß er was? Mehr, als er zugeben will. Guten Tag. Guten Tag. Ich würde gerne mit Frau Steinke sprechen. Die ist schon raus. Aber ich soll Ihnen liebe Grüße ausrichten. Ah ja, vielen Dank. Bitte, ich mache hier nur meine Arbeit. Langweilen Sie sich? Langweilen? Nö. Ich kann hier den ganzen Tag finnische Polka-Musik hören. Was machen Sie so? Ja, mehr geht's wie Ihnen. Ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch. Finnische Polka-Musik? Darf ich mal? Das rauscht ja nur. Ja, weißes Rauschen. Dann höre ich nichts anderes mehr, wissen Sie? Dann habe ich endlich meine Ruhe. Gut, dann will ich nicht weiter stören. Grüßen Sie Frau Steinke von mir. Sie mögen sie, oder? Ja. Schönen Tag noch. Wir haben Zugriff auf Tim Steinkes E-Mails. Es gibt jemanden, mit dem er sich regelmäßig per Mail verabredet hat. Miriam Steinke. Ach. Es kommt noch besser. Erzähl. Konrad wusste davon. Das ist ein Ding.
Schanke, Sie haben ausgesagt, Sie hätten Tim das letzte Mal nach seinem Unfall gesehen, in der Klinik. Ist das richtig? Ja. Also vor einem Jahr? Ja. Und seitdem nicht mehr? Nein. Schauen Sie mal. Das sind Ausdrucke der E-Mail-Korrespondenz zwischen Ihnen und Tim. Daraus geht eindeutig hervor, dass Sie sich mit Tim regelmäßig in seiner Wohnung getroffen haben. In den vergangenen 12 Monaten genau 10 Mal. Wie passt das zusammen mit Ihrer Aussage, Sie hätten Tim seit seinem Unfall nicht mehr gesehen? Ja, ich habe Tim getroffen, ja. Aber es ist wirklich nicht wichtig. Bevor meine Frau und ich ein Paar wurden, war es mein Bruder, der sich für Miriam interessiert hat. Um genau zu sein, ich habe Miriam über Tim kennengelernt. Mhm. Waren Tim und ihre Frau mal ein Paar? Also ich meine, bevor sie eins wurden? Tim ist für mich nie in Frage gekommen. Der hat sich in eine Vorstellung von mir verliebt. Der hätte überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Würden Sie denn sagen, Tim hat sich um Sie bemüht? Er hat sich darum bemüht, unglücklich verliebt sein zu können. Also wenn Sie mich fragen, dann hat er Angst. Angst wovor? Vor Frauen. Miriam musste einmal im Monat zu ihm hin und ihm Bericht erstatten. Sonst hätte er mir das Leben schwer gemacht. Hat er ihn mit diesen Worten gedroht? Das musste er nicht. Das war unausgesprochen. Was soll das heißen? Bericht erstatten? Genau das. Was? Das? Sie haben doch behauptet, dass sich Ihr Bruder nicht für die Firma interessiert hat. Miriam hat in meinem Namen über die aktuellen Geschehnisse und die anstehenden geschäftlichen Entscheidungen gesprochen. Und Tim hat dazu das Gesicht verzogen. Dann musste Miriam auf ihn einreden und am Ende hat er alles abgenickt. Es war ein Ritual. Ein dummes, widerwärtiges Ritual. Nein, es ging ihm nicht um Sex. Tim, er hat durch die Erbschaft seines Vaters Macht bekommen. Und er hat sie ausgeübt. Wie hat er das gemacht? Er hat es genossen, uns alle zu demütigen. Und auch sich selbst. Wie sind Sie damit umgegangen? Ich habe mich für ihn geschämt. Aber ich hatte natürlich auch Mitleid irgendwie. Es war wirklich so beschämend für Konrad und für mich. Verstehen Sie jetzt, wieso wir das alles nicht an die große Glocke hängen wollten? Was immer Sie auch denken mögen, ich vertraue Miriam. Meine Frau und ich, wir sind ein Team. Egal, ob da jetzt bei diesem merkwürdigen Treffen zwischen Tim Steinke und Miriam was lief oder nicht, irgendwann ist Konrad Steinke der Kragen geplatzt und er hat seinen Bruder umgebracht. Mord aus Eifersucht. Es gibt nur einen Haken an der Sache. Der wäre? Konrad hat ein Alibi. Er war zur Tatzeit geschäftlich in Stuttgart zusammen mit seiner Frau unterwegs. Er müsste es ja nicht zwingend selbst gemacht haben. Theoretisch könnte er sich einen Auftragsmörder besorgt haben. Die Frage ist nur, jemand wie Konrad Steinke, wie würde der das anstellen? Auf jeden Fall nicht im Internet recherchieren, das ist viel zu riskant. Vielleicht hat er irgendwelche Kontakte. Na, er vielleicht nicht, aber Winterberg hat welche. Hier, das Ergebnis der Schusswaffensystembestimmung. Tim Steinke wurde mit einer Cesca 52 erschossen. Ach nee. Das ist genau derselbe Waffentyp, den Sie damals auch bei Winterberg gefunden haben. Und der zur Anklage führte wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Das heißt, es ist möglich, dass Winterberg sich zum zweiten Mal aus derselben Quelle eine Waffe besorgt hat und Tim Steinke damit erschossen hat. Kann sein. Die Cesca 52 ist nur noch selten im Umlauf. So viele Quellen kann es da nicht geben. Gut, das war für den Anfangsverdacht. Ich besorge einen Durchsuchungsbeschluss, ja? Hallo? Ja? Hallo? Ah, wo ist die Muschi?
Abgefuckte Hure, Alter. Ich wusste, du kommst wieder. Winterberg war sofort tot. Ich sag dir, den Anblick werde ich nicht so schnell vergessen. Wir haben in seiner Wohnung keine Cesca gefunden und auch keine andere Waffe. Tim Steinke ist tot, Mark Winterberg ist tot. Also von den drei Manga-Zeichnern lebt nur noch Ben Frese. Und der hat gestern Abend versucht, Winterberg telefonisch zu erreichen. Frese ist unauffindbar. Sag mal, hier im Haus hat niemand was mitbekommen, oder? Ja, ungefähr eine Stunde vor unserem Auftauchen hat ein Wohnungsnachbar einen Mann gesehen, der vor Winterbergs Tür stand. Ungefähr 1,80 groß, ein bisschen kräftiger gebaut und dunkle Haare. Hugo Stahl. Vielleicht. Heilige Scheiße. Ich meine, Marc hat mich erst letzte Nacht noch angerufen um 1:30 und wollte mir das Ohr abkauen. Und jetzt? Was wollte er von Ihnen? Das Übliche. Du hast mich betrogen, ich will Kohle sehen, bla bla bla. Heute Morgen dachte ich mir noch, hey, heute klärst du die Sache ein für alle Mal und bevor der Typ mir wieder die Bude einrennt, bin ich bei ihm vorbei. Ja, aber der hat nicht aufgemacht. Wahrscheinlich war der wieder völlig besoffen. Wie haben Sie sich denn das vorgestellt, die Sache ein für alle Mal zu klären? Indem ich den Vogel vom Balkon schubse. Stehe ich jetzt vielleicht unter Mordverdacht? Ja. Das ist ja scharf. Also spätestens jetzt sollten Sie mich mal nach meinem Alibi fragen. Genau, das hatte ich gerade vor, Spaßvogel. Und wann genau war das? Um 10 war er drüben, dann macht der Laden auf. Ich bin gleichzeitig mit ihm aufgeschlagen. Okay. Und? Hm? Na, der Espresso. Genauso gut wie beim letzten Mal. Kerstin, was gibt's? Wir haben Ben Frese gefunden. Aha. Na, er ist auf dem Weg zu uns. Okay. Gut, bis gleich. Gute Nachrichten? Von Ihrer Freundin? Kollegin. Ich komme bestimmt noch mal vorbei die Tage, also für das Espresso. Bist eingeladen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Er hat ordentlich was abgekriegt. Schädeldachfraktur mit Berstungsbruchlinie. Links parietal bis in die linke mittlere Schädeldecke zieht. Contusio cerebri links, Hirnödem, Rippensehnenfrakturen rechts. Er ist also eindeutig an den Folgen des Sturzes gestorben. Darauf wollte ich hinaus. Und auf noch etwas. Alkohol? 2,1 Promille. Oh. Man könnte jetzt meinen, er sei betrunken vom Balkon gestürzt. Aber schauen Sie sich mal diese Hämatome an. Das sind Verletzungen an nicht exponierten Körperstellen, die dem Opfer unmittelbar vor dem Sturz zugefügt wurden. Das heißt, es hat jemand nachgeholfen beim Sturz. Herr Frese, gestern Abend haben Sie versucht, Mark Winterberg telefonisch zu erreichen. Was wollten Sie denn mit ihm besprechen?
Wo waren Sie heute Morgen gegen 10 Uhr? Und wo waren Sie im weiteren Verlauf des Tages? Ach, Herr Fröse, bitte, das ist doch langweilig. Sie behalten mich hier? Ich vernehme Sie als Zeugen, nicht als Beschuldigten. Und was heißt das? Das heißt, dass Sie jederzeit gehen können. Er hat Angst. Nicht, wie Tim es geschafft haben soll, gegen den einzigen Baum zu fahren, den es dort draußen gibt. Ich meine, er war nicht betrunken, er hat keine Drogen genommen. Es gab auch keinen anderen Unfallbeteiligten. Also so langsam habe ich das Gefühl, er wollte sich umbringen. Und wenn das so war, Frau Steinke, dann kann ich nur sehr schwer glauben, dass Sie als seine einzige Vertraute noch nicht einmal etwas davon geahnt haben. Er hat es mir gesagt. Was hat er Ihnen gesagt? Er wollte sich das Leben nehmen. Warum haben Sie mir das nicht erzählt? Frau Steinke, Tims Leben ist ein einziges wirres Puzzle. Und wir bemühen uns, dieses Puzzle zu einem Bild zusammenzusetzen, von dem wir nicht die geringste Ahnung haben, wie es vielleicht aussehen könnte. Er wollte nicht, dass es jemand erfährt. Er hat sich dafür geschämt, dass es ihm nicht gelungen ist, sich umzubringen. Wie bitte? Genau das hat er mir gesagt. Ich war so sauer auf ihn. Irgendwann habe ich ihn angeschrien. Na ja, dann versuch's doch noch mal. Er schüttelte den Kopf und sagte, das hier ist besser. Das hier? Seine Querschnittslähmung ist die bessere Strafe als der Tod. Eine Strafe wofür? Ich weiß es doch auch nicht. Eine junge Frau, die nach einem intergalaktischen Krieg versucht, in einer zerstörten Großstadt zu überleben. Das ist nicht so einfach, weil Chiaras Welt von außerirdischen Zombies bevölkert wird. Also, hartes Brot für unsere Heldin, aber auch für die Leser. Die ersten beiden Bände, die haben ja noch so einen gewissen Humor. Aber ab dem dritten Band wird alles nur noch hoffnungslos und düster und brutal. Um Tim Steinkes Tod zu begreifen, müssen wir sein Leben begreifen. Und dazu müssen wir diese Mangas lesen. Habe ich gemacht. Und, ist Ihnen was aufgefallen? Ja, ist super gezeichnet. Ja, super gezeichnet. Also, super, ich finde, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Mark, Ben, Hugo, schauen Sie mal hin. Krass. Das
Das habe ich ja total übersehen. Ja, doch. Es sind die Augen und auch die Haare. Also in den Geschichten heißen die Figuren natürlich anders, aber sie ähneln sich nicht nur äußerlich. Ja? Ja, dieser Typ zum Beispiel. Sehr windig, immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Hugo Stahl. Hugo Stahl. So, Konrad gibt's auch. Kommt da mit. In der Geschichte ist seine Figur für die Wasserversorgung in der zerstörten Stadt zuständig. Er ist aber nicht wirklich ein Bösewicht. Ja, er kommt auch nicht so häufig vor. Und was machen Mark und Ben? Mark und Ben sind zwei Untote, die Chiara verfolgen. Chiara gelingt es zwar immer wieder, die beiden zu stellen und zu töten, aber das hilft nicht. Die beiden stehen immer wieder auf und der Albtraum geht von vorne los. Und warum verfolgen die beiden Chiara? Chiara glaubt, sie sei verflucht. Sie sagt, sie habe keine Hoffnung auf Erlösung. Erlösung? Aber wovon? Ja, das ist genau die Frage. Das wird in der Geschichte nicht erklärt. Es muss irgendetwas in irgendeiner Nacht passiert sein. Sie spricht wiederholt von jener dunklen Nacht. Herr Reuter, ich finde das ja auch alles total spannend mit der Chiara, aber worauf wollen Sie hinaus? Alle Figuren haben ein reales Vorbild in der richtigen Welt. Nur Chiara nicht? So ein bisschen merkwürdig, oder? Sag mal, ist das deine? Coole Farbe. Ja, ne? Ich finde das gar nicht so merkwürdig. Vielleicht war es ja seine Traumfrau. Also die Frau, die er sich erträumt hat. Vielleicht war es ja auch Miriam Steinke. Die Frau seines Bruders? Tatsache. Sag mal, da ist ja nur ein Rauschen drauf. Ja, das soll so sein. Weißes Rauschen. Es verstärkt die Konzentration, das hilft beim Arbeiten. Ich kenne Tims Freundin nicht. Wieso fragen Sie? Ach, uns ist aufgefallen, dass Sie mit Tims Heldin Chiara eine gewisse Ähnlichkeit haben. Wirklich? Ja. Ich habe seine Mangas nie gelesen. Ach, das sollten Sie aber mal tun. Das ist spannende Unterhaltung. Sie kommen auch gut weg in der Geschichte. Also, Chiara. Chiara? Als ich Tim nach dem Unfall im Krankenhaus besucht habe, da... Also, er stand unter Medikamenteneinfluss, aber er hat immer diesen einen Namen geflüstert. Clara. Clara? Ja, mit Tränen in den Augen. Wahrscheinlich eine seiner unglücklichen Lieben. Sie ist es nicht. Chiaras Persönlichkeit ist viel, viel härter. Ja, und wer ist jetzt diese Clara? Clara ist Chiara und Chiara ist Clara. Chiara ist die italienische Form von Clara. Wir reden also über eine und dieselbe Person. Hier, das ist Winterbergs Handy. Und da drin gibt's eine Clara bei seinen Kontakten. Hier, das ist er. Die erste Manga-Figur, mit der man noch telefonieren kann. Auf wen ist die Rufnummer registriert? Auf eine Clara Müller. Ich habe ihre Adresse über den Provider gecheckt, aber die ist falsch. Und? Ich bleib da dran. Gut. Noch was. Die Geschichten von Tim werden ja ab dem dritten Band immer düsterer und immer brutaler. Ich habe die ganze Zeit geglaubt, das liegt daran, dass er zu diesem Zeitpunkt im Rollstuhl gelandet ist. Und mit seinem Schicksal gehadert hat, ja. Ja, genau das habe ich geglaubt. Das stimmt aber nicht. Der dritte Band ist vor Tims Unfall erschienen. Aha. Das heißt? Es muss Tim irgendwas vorher passiert sein, was ihn aus der Bahn geworfen hat. Okay. Wo sind die Zeichnungen zu dem noch nicht erschienenen vierten Band? Haben wir nicht gefunden. Oh, das finde ich jetzt aber schade. Vielleicht gibt es diese Zeichnungen ja auch gar nicht. Nein. Doch, Steinke war so fertig, dass er nichts mehr zustande gebracht hat. Das Zeichnen war das Einzige, woran sich Tim immer klammern konnte. Ein Künstler gibt vielleicht alles auf, aber niemals seine Kunst. Christian, wir haben irgendwas übersehen. Was machst du denn hier? Ja, das frage ich dich. Na, wer holen Sie nicht den gleichen Gedanken? Hier, der Wetter, das sind die Zeichnungen vom vierten Band. Er hat sie im Pizzateig eingerollt und in den Kühlschrank gelegt. Was? Aber warum denn so ein Aufwand? Er muss ja wahnsinnige Angst gehabt haben, dass man ihm die klaut. Das ist ja schon fast paranoid. Wie auch immer, er wollte auf keinen Fall, dass man sie findet. Und ich würde wirklich gern wissen, warum.
Tun Sie mir einen Gefallen? Ich nenne Ihnen jetzt einen Namen und Sie sagen mir, was Ihnen zu diesem Namen einfällt, okay? Der Name ist Clara. Ja? Ich sage Ihnen, warum ich Sie das frage. Ich hatte die Idee, dass Clara vielleicht das reale Vorbild für die Manga-Figur Chiara ist. Verstehen Sie, was ich meine? Und wenn ich recht habe, dann hat Tim Steinke immer Clara gemeint, wenn er über Chiara geschrieben hat in seinen Geschichten. Chiara, die alles tun muss, um zu überleben, weil die Untoten sie mal wieder einholen. Aber was erzähle ich Ihnen das? Sie kennen die Geschichte sicher sehr viel besser als ich, oder? Was glauben Sie eigentlich, hat Tim mit dieser Nacht gemeint, mit jener dunklen Nacht, als sich das Leben von Chiara total verändert hat? Sie kennen die Stelle, nicht wahr? Und Sie wissen auch, was passiert ist. Was Clara erleiden musste, als jemand, der für seine Übergriffe auf Frauen hinlänglich bekannt war, über sie hergefallen ist. Mark Winterberg. Tim Steinke hat das auch gewusst. Er hat versucht, das in seinen Zeichnungen zu verarbeiten. Aber es war so furchtbar für ihn, dass er nach ein paar Wochen versucht hat, sich umzubringen. Sie, Herr Fräser, haben versucht, diese Nacht zu verdrängen, genau wie Mark Winterberg. Aber da draußen gibt es jemand, der die Geschichte nicht verdrängen kann, der sie auch nicht vergessen will. Und das wissen Sie ganz genau. Und darum haben Sie diese schreckliche Angst. Mark hatte... Das war seine Idee. Wir waren damals nur eine Crew. Wir haben in diesem Café abgehangen, genauso wie Sie. Clara. Keiner wusste, wer sie war. Aber Tim, der stand ganz klar auf sie. Er hat es natürlich gemerkt. Wir haben uns über ihn lustig gemacht, weil er sich nicht getraut hat, sie anzusprechen. Aber er hat sich getraut, sie zu zeichnen. War der einzige Weg für ihn, ihr näher zu kommen. Mal was, hast du jetzt einen Schwanz oder hast du keinen, ne? Alter, was soll denn das? Sprich sie doch mal an! Schwuchtel. Plötzlich hatten wir eine Geschichte, wir hatten eine Figur, wir hatten Chiara. Wir dachten, ey, ab jetzt sind wir eine Crew, wir entwerfen, wir zeichnen alles zusammen. Alle zusammen? Tim war doch eher ein Einzelgänger, oder? Ja. Wir haben uns dann auch aus den Augen verloren, weil jeder damit beschäftigt war, irgendwie Geld zu verdienen. Und dann kam bei Hugo Stahl der erste Manga raus über die Großstadtkämpferin Chiara. Von Tim. Wir waren außen vor. Mark war richtig sauer. Ja, so verständlich. Was hat er gemacht? Er hat eine Party geschmissen. Tim hatte Geburtstag und dachte, okay, Party. Ist nur wir drei, ist wie früher. Auf euch, Jungs! Was er nicht wusste, ist, dass Mark in der Zwischenzeit was mit Clara angefangen hat. Es ging, weil er sie mit Heroin versorgt hat. Mark, der hat wahrscheinlich zum ersten Mal was gespürt. Gespürt? Was heißt das? Er stand auf sie. Es hat ihm Angst gemacht. Deswegen hat er ihr das Leben auch zur Hölle gemacht. Muss man nicht verstehen. Auf jeden Fall, Mark. Mark schmeißt eine Party und es gibt einen Überraschungsgast. Dass er Tim damit total in Verlegenheit bringt. Genau das war ja auch sein Ziel. Wusste Clara eigentlich, dass Tim in sie verliebt war? Das hat ihr keiner gesagt. Und wie ging's weiter? Wir haben uns volllaufen lassen. Mark und Clara haben getanzt, Tim saß in der Ecke, war am liebsten im Boden versunken. Und Clara fand es lustig. Mark ihr dann noch gesteckt hat, dass sie Tim zu seiner Figur inspiriert hat, hat sie nur noch gelacht. Für sie war das alles ein Witz. Mark hat einen draufgelegt. Tim gefragt, ob er sich das wirklich gefallen lassen will.
ausgelacht zu werden von so einer kleinen Heroinschlampe. Ob er wirklich so ein Schlappschwanz ist. Wie hat Tim darauf reagiert? Gar nicht. Er starr vor Wut. Aber Marc hat sie. Ja? Marc. Herr Friese, ich möchte, dass Sie das aussprechen. Marc hat Clara vergewaltigt. Ich versuch dir zu helfen. Ich hab versucht, ihn abzuhalten. Was hat Tim gemacht? Tim hat sie auch vergewaltigt. Mach schon, Alter! Dixi! Bist du schüchtern? Dixi, Alte! Mann, 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 Mann. Wie ging es dann weiter? Marc hat ihr ein bisschen Stoff gegeben. Sie ist nach Hause gegangen. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Als ich dann gehört habe, dass Clara tot ist. Clara ist tot? Sie hat sich einen goldenen Schuss gesetzt, ja. Woher wissen Sie das? Sie hat Tim, Marc und mir eine E-Mail geschrieben. Abschiedsbrief. Na, kann gehen. Was? Dieses Schwein soll jetzt hier einfach durch die Tür spazieren? Ich glaube genauso wenig wie ihr, dass er bei der Vergewaltigung nur zugeschaut hat. Aber wir können ihm nichts nachweisen. Also, er kann gehen. Bernd, wir haben Claras Abschiedsnachricht auf Tims Laptop gefunden. Und empfangen 2 Wochen vor seinem Selbstmordversuch. Warum hat das so lange gedauert? Er hatte sie gelöscht. Wir mussten sie von der Festplatte wiederherstellen. Verstehe. Was steht drin? Ich mach Schluss, dann habe ich meinen Frieden und ihr werdet in der Hölle brennen. So in der Art. Ach du liebe Güte. Das ist eine Unverschämtheit. Wie können Sie sowas behaupten? Wir reden hier über Tim. Ja. Aber über einen Tim, den Sie nicht kannten, den keiner kannte. Wahrscheinlich nicht einmal er selbst. Finden Sie seinen Mörder. Marie, bringst du Herrn Reuter zur Tür? Herr Reuter? Ja? Wie lange dauert das noch? Die Chefin ist ungenießbar geworden. Wir sind mit den Ermittlungen ziemlich weit, darf ich nicht sagen. Sie haben es auch nicht leicht, oder? Ah, gibt's schon mal. Aber es ist in einer von den Guten, das merkt man gleich. Das wäre toll, wenn man immer gleich sehen könnte, wer gut ist und wer böse. Dann hätten Sie auch endlich Ihre Ruhe. Ja, Schubert? Reuter, lesen Sie mir bitte mal den Abschiedsbrief von Clara vor, und zwar wortwörtlich. Claras Abschiedsbrief. Okay, Moment. Hier, da
Das war's. Das ist das Ende der Reise. Ich setz mir den goldenen Schuss, dann hab ich nicht mehr euren beschissenen Atem in meinen Ohren. Dieses Geräusch, das ich Tag und Nacht höre. Wenn ihr dann in der Hölle brennt, werd ich schon lange meine Ruhe haben. Endlich Ruhe. Zitat Ende. Frau Schalke, ich würde gerne mit Ihrer Assistentin sprechen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Marie hat einen Zettel hinterlassen. Ihr geht's nicht so gut. Marie und wie weiter? Marie Sanders. Seit wann arbeitet sie hier bei Ihnen? Seit 4 Wochen. Okay, danke. Schubert, das wird Sie interessieren. Clara lebt. Sie heißt Marie Sanders und arbeitet als Assistentin in der Galerie von Leila Steinke. Wie kommen Sie jetzt darauf? Clara schreibt wiederholt in ihrem Abschiedsbrief von einem Bedürfnis nach Ruhe. Marie Sanders spricht auch auf eine ganz merkwürdige Art von einem Bedürfnis nach Ruhe. Ja, aber... Sie ist verschwunden. Ich nehme an, sie ist auf dem Weg zu Ben Frese. Wir kommen. Zu Ende bringen. Und dann, wie geht es weiter? Wie geht es denn weiter? Mann, weg da! Wenn Sie Ben erschießen, dann sind Sie erlöst? Ist es das, was Sie sich erhoffen? Ich habe Ihren Atem gehört. Jede Nacht. Den Atem von Tim und Mark und von dem da. Ganz nah an meinem Ohr. Ich hab gedacht, ich mach Schluss. Und dann hab ich gedacht, warum ich? Warum nicht die? Wenn das vorbei ist, dann höre ich keinen mehr atmen. Woher wissen Sie das? Weg! Klar, ich hatte schon mit etlichen Mördern zu tun, aber nicht einem einzigen. Nicht einem einzigen ging es besser, nachdem er getötet hatte. Ich frage mich gerade, wie kommt jemand wie Sie an eine Pistole? Marco und ich haben gemeinsame Bekannte. Warum haben Sie sich eigentlich den Job in der Galerie von Leila Steinke besorgt? Sie war der Schlüssel. Durch sie bekam ich Zugang zu Tims Wohnung. Waffe runter! Sie wollen bloß Zeit schinden! Waffe runter! Hilfe! Kraftdrücken. Zweifachen Mordes. Versucht den Mordes. Klar, hier, ich brauche einen Rettungswagen. Waldmühle. Ich will keine Ruhe finden. Wissen Sie das? Wissen Sie das? Psychiatrie gefahren? Wir hätten das veranlasst. Ich. Sie braucht dringend Hilfe. Klar, aber... Zuerst war sie Opfer, dann wurde sie Täterin. Und das hat sie zerrissen.